Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video mit diesem ganz simplen Beispiel für ein Copy-Modul, habe ich es genannt, eben beschäftigt. Und wir haben hier eben gesehen, dass wir wunderbar auf der Konsole Eingaben machen können und die werden dann auch direkt wieder auf die Konsole befördert. Jetzt sage ich aber, okay, das hat ja ganz gut funktioniert. Jetzt möchte ich aber nicht, dass das auf der Konsole landet, sondern in einer Datei. Und dann kriegen wir hier schon ein Problem. Okay, wenn ich hier jetzt diese Copy-Funktion wiederverwenden will, wie kriege ich es hin, dass ich im Prinzip hier jetzt eine Datei ansteuere, anstatt eben hier ein Console-Write zu machen. Also im Prinzip ist es ja nicht schwierig. Wir könnten hier jetzt mal, wenn wir uns wirklich in diesem statischen Raum weiter bewegen wollen, dann mache ich hier mal eine statische Klasse Datei. Oder die muss ja selber nicht mal statisch sein, Hauptsache die Methode darin ist statisch. Und auch hier mache ich jetzt eben eine public static void write-Methode rein, die eben einen Character bekommt. Buchstabe. So, und was ich hier jetzt eben haben muss, das haben wir ja schon gelernt. Ich mache mir hier mal einen statischen Konstruktor noch, wenn wir schon dabei sind. Ich baue mir hier einfach einen Filestream. Private static Filestream. Filestream. So. Kann man den sogar read-only machen? Schon, oder? Sag hier eben, mein Filestream ist ein neuer Filestream. Hier gebe ich irgendeinen bestimmten Pfad an. Das ist mir jetzt erstmal egal. Text.txt beispielsweise. Und sag hier eben FileMode Create. Und hier mache ich eben noch dann einen Streamwriter beispielsweise. Streamwriter. Und hier gebe ich einfach diesen Filestream rein. So. Auch den können wir letztendlich read-only machen. So, und hier mache ich dann nichts anderes, als dass ich Streamwriter write, eben dieser Buchstabe hier, aufrufe. Gut, und dann brauche ich letztendlich bloß noch sagen, irgendwann mal ein public static void dispose, um wirklich hier rein funktional zu bleiben und ohne Objekte zu arbeiten. Was ich hier mache, ist eben, ich mache den Streamwriter zu. .dispose und Filestream.dispose. Ja, das Wichtige, was man hier sehen sollte, ist, also ich mache auch wirklich mal diese Klasse statisch, damit man hier gar nicht in die Versuchung kommt, irgendwie Objektorientierung zu machen. So. Jetzt können wir sogar hier umbenennen. Genau, und dann sage ich eben hier, ich erstelle mir diese Datei dann einmal, das passiert ja automatisch, und nach unserem Copy mache ich hier ein Dispose. Okay, und dann muss ich eben hier jetzt irgendwie noch den Aufruf reinbringen, wie kriege ich denn hier jetzt das gebacken, dass ich statt auf die Konsole zu schreiben, in die Datei schreibe. Na, okay, dann mache ich mir halt hier ein Ausgabeziel. Ausgabeziel, und das erstelle ich mir eben hier als Enumeration und sage hier dann einfach auf Konsole oder in Datei. So, dann kann ich hier jetzt eben sagen, wenn ich ins Ausgabeziel, wenn das Ausgabeziel eben gleich die Konsole ist, dann mache ich das hier. Ansonsten kann ich eben sagen, Ausgabeziel gleich, wenn das eben Datei ist, dann kann ich sagen, Datei.write diese,
diesen Keychar, Tasteninfo Keychar. So. Okay, und wir sehen jetzt schon, unser Code aus der Main-Funktion funktioniert hier jetzt nicht mehr. Ich muss hier jetzt eben angeben, wohin möchte ich denn eigentlich? Ich gehe hier mal auf Ausgabeziel jetzt Datei, damit wir nicht auf die Konsole schreiben. Und das hier kann ich ja eigentlich auch noch mit in diese Funktion reinbringen. Warum sollte sich Main darum kümmern? Ich mache hier wirklich ein if Ausgabeziel gleich Ausgabeziel Datei. Dann möchte ich eben noch Datei.dispose aufrufen, damit dann auch irgendwann dieser Strom, den ich hier habe, auch geschlossen wird. Gut. Okay, wir sehen schon, irgendwie zerpflückt es unsere eigentliche Funktionalität in Copy. Aber ich glaube, prinzipiell sollte es eben funktionieren. Das heißt, wir gehen jetzt mal in dieses Copy-Modul rein, gehen wir wieder in unsere Schleife. Und wir lesen jetzt eben hier von der Konsole einmal eine Taste ein. Und wir kommen jetzt hier eben wirklich in die Datei, kommen hier ins Write und schreiben das tatsächlich raus. Und so weiter. Ich lasse jetzt diese Sache mal tatsächlich laufen. Und wir sehen, wenn ich hier was auf der Konsole eingebe, dann passiert hier nichts mehr. Irgendwann drücke ich jetzt mal Escape und unsere Applikation ist vorbei. Und wir können jetzt tatsächlich hier, wenn wir mal ins Output-Verzeichnis gucken, also bin, debug, finden wir jetzt unser Text. Und hier sehen wir eben das, was wir vorhin auf der Konsole gesehen haben, das finden wir jetzt hier auch in dieser Datei. Das Problem ist, unser Copy-Modul hat jetzt noch mehr Abhängigkeiten, wenn wir uns das jetzt mal verdeutlichen. Wenn ich jetzt mal hinmale, dass wir hier Copy hätten, auf was verweisen wir denn jetzt alles? Wie gewohnt auf eben ReadKey. Wie gewohnt auf Write, also eigentlich ConsoleWrite. Ich mache hier mal C.Write, damit ich das leichter darstellen kann. Aber zusätzlich haben wir jetzt auch noch hinzugekommen, D.write, also Datei.write, und nicht zu vergessen, wir haben auch noch D.dispose, was wir jetzt auf einmal beachten müssen. So, und dazu hat jetzt unsere Funktion eben überall Abhängigkeiten. Entschuldigung, dass ich die Pfeile die ganze Zeit falsch rumzeichne. So, das heißt, bloß weil ich jetzt eine Funktionalität hier zu diesem Copy-Modul hinzugefügt habe, die es eben auch beachten soll, habe ich jetzt gleich zwei Abhängigkeiten mehr bekommen. Wir haben hier ein zusätzliches if-else und wir müssten hier zusätzlich noch etwas beachten, nämlich das, was mit Dateien in Zusammenhang steht. Meine Argumentation ist, also wir haben hier sogar noch diese Änderung hier oben, dieser rein funktionale Code ist totaler Mist und Copy ist eigentlich gar nicht wirklich wiederverwendbar. Wenn ich jetzt nämlich sagen möchte, hey, wir möchten nicht von der Konsole einlesen, sondern beispielsweise von einem Netzwerkstream. Wenn ich das hier jetzt sozusagen hier auch noch als Abhängigkeit hinzufügen möchte, es soll mir eigentlich egal sein, von was Copy liest und wohin es schreibt. Es soll einfach kopieren und wenn ein bestimmtes Element kommt, dann soll es eben abbrechen. Ja? Aber der Punkt ist wirklich gerade, jedes Mal, wenn ich Copy sozusagen um eine neue Eingabemethode erweitern möchte, dann muss ich irgendwie eine zusätzliche Abhängigkeit hinzufügen. Und genau dieses Problem äußert sich letztendlich dann im Code eben, wir hätten hier mehr if-else, also wir können uns ja vorstellen, dass wir sozusagen dieser if-else, dieses Konstrukt hier sozusagen immer größer wird, je mehr Abhängigkeiten ich zum Output habe. Hier haben wir jetzt noch kein if-else, aber wenn ich hier jetzt denke, dass er vom Netzwerkstream lesen sollte, dann kriege ich hier eben auch if
if-else-Konstrukte oder wahlweise switch, das ist vollkommen egal. Intern machen die letztendlich mehr oder weniger das Gleiche. Und das bläht unser Copy-Modul, unsere Methode hier total auf. Eigentlich soll das Ding doch bloß von einer Quelle lesen und in ein Ziel reinschreiben und das halt unter gegebener Bedingung abbrechen. Also eigentlich könnten wir das auf 4 Zeilen runterbrechen. Aber je mehr wir Quellen und Ziele hinzufügen möchten zu diesem Modul hier oben, desto schlimmer wird es mit den Abhängigkeiten. Und genau das adressiert das Dependency Inversion Principle. Und das werden wir uns eben im nächsten Video genauer anschauen, wie wir diesen Code restrukturieren können, sodass er objektorientiert wird und dem Dependency Inversion Principle folgt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!